Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werden wir mal über ein etwas anderes Thema sprechen und nicht irgendwie über das neue Update, was ja auch heute rausgekommen ist, denn dort gab es im Prinzip so oder so nichts, was uns Competitive-Spieler wirklich interessiert. Und deshalb werden wir in diesem Video darüber sprechen, weshalb ich eben halt in letzter Zeit relativ wenig Fortnite zocke und ob das irgendwelche Auswirkungen jetzt zum Beispiel auf meinen YouTube-Kanal haben wird. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr verpassen wollt, lasst natürlich gerne ein Abo da, außerdem schaut gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei und tragt natürlich auch gerne meinen Creator-Code TheElCraft im Item-Shop ein. Und damit würde ich sagen, beginnen wir direkt erstmal damit, weshalb ich überhaupt jetzt gar kein Fortnite mehr zocke. Und das hat einfach einen ganz einfachen Grund. Und zwar habe ich in letzter Zeit relativ wenig Lust dazu, Minecraft zu zocken. Das Game bringt mir einfach nicht ganz viel Spaß. Das liegt vielleicht zum Teil natürlich an dem Content, den halt Epic Games in dieses Game reinsteckt, dass da halt in letzter Zeit jetzt nicht so extrem viel reinkam. Aber eigentlich der größere Grund ist, glaube ich, ganz einfach, dass ich das Game wirklich für Monate durchgehend gezockt habe, täglich gezockt habe, wirklich viel gezockt habe und im Prinzip kein anderes Game gezockt hatte und es einfach dann zu einem gewissen Punkt dann auch zu viel wurde. Und jetzt hatte ich dann immer zusätzlich auch noch die Möglichkeit, mit ein paar Leuten, mit denen ich sonst immer Fortnite gezockt hatte, dass wir immer zusammen einen Minecraft-Server zusammenspielen. Und vorher hatte ich sonst immer Minecraft immer nur alleine gezockt oder auf so einem Server dann aber dort halt auch alleine gespielt. Und jetzt hatte ich immer das erste Mal die Möglichkeit, auch mit anderen Leuten so ein Game zu zocken. Und das ist dann auf jeden Fall etwas extrem Nices und für mich war es einfach eine deutlich bessere Variante, als einfach Fortnite dann zu zocken, obwohl mir das Game immer nicht zu 100% Spaß bringt. Ich werde natürlich nicht jetzt für Ewigkeiten auf Minecraft switchen, sondern wahrscheinlich, wenn wir jetzt in einer Woche oder so unsere Welt mehr oder minder durchgespielt haben, werden wir danach auch wieder genauso zu Fortnite zurückwechseln und dann natürlich dort wieder grinden. Aber wahrscheinlich halt zum Beispiel dieses FNCS-Wochenende werde ich wahrscheinlich nicht spielen, ganz einfach, weil es sich nicht lohnt. Vielleicht werde ich mit irgendeinem random Trio zocken, wobei sich selbst das eben nicht mal wirklich lohnt. Deshalb gibt es wahrscheinlich erstmal kaum Highlights jetzt die nächsten Tage, sondern einfach nur ein paar Tipps und Tricks, Videos und so weiter. Das wird natürlich weiterhin hier drauf erhalten bleiben. Auf meinem Twitch-Kanal wird aber wahrscheinlich die nächsten Tage dann auf jeden Fall erstmal nur Minecraft-Content kommen. Wenn ihr da Bock habt zuzuschauen, schaut gerne rein. Ansonsten aber, falls ich wenig Zuschauer haben sollte, juckt es mich ganz ehrlich eben halt nicht. Würde mich natürlich trotzdem über jeden einzelnen freuen, der da vorbeischaut. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr ein bisschen andere Games supportet und eben halt nicht nur Fortnite supportet. Und wie gesagt, ich würde mich auf jeden Fall über jeden einzelnen Zuschauer auch dort weiterhin freuen. Ich werde natürlich weiterhin Daily streamen, vielleicht auch mal zu anderen Zeiten. Also schaut da gerne vorbei, lasst ein Follow da, um dort nichts mehr zu verpassen. Und ansonsten geht es, wie gesagt, hier auf dem YouTube-Kanal ganz normal weiter mit den ganz klassischen Videos. Falls ihr übrigens Ideen habt oder Lust habt dazu, dass auch mal ein Minecraft-Video kommt, irgendwelche Tipps und Tricks zu irgendwelchen Minecraft-Sachen, schreibt mir gerne natürlich in die Kommentare. Aber wie gesagt, ich habe keine Minecraft-Videos geplant, sondern es wird ganz normal mit Fortnite-Videos weitergehen. Und das ist auf jeden Fall alles, was ich eigentlich schon in diesem Video sagen wollte. Also wundert euch auf jeden Fall nicht, falls auf den Twitch-Streams auf jeden Fall nur Minecraft-Content kommt. Auf dem YouTube-Kanal bleibt alles normal und in ein, zwei Wochen wird es dann auch ganz normal wieder mit Fortnite weitergehen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder oder morgen im Stream. Bis dahin. Ciao.